My name is Thorold Olafsson, and I am looking for my wife, Rhea. Their trail led me to you. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Wir schauen uns dieses Mal Sons of Valhalla an. Ein 2D-Echtzeit-Strategie-Rollenspiel-Brawler-Roguelite-Gemisch, könnte man so nennen. Klingt etwas exotisch, allerdings erinnert es eben sehr stark, auch optisch, an Kingdom. Dazu hatte ich ja bereits ein Let's Play und auch ein Review gemacht. Das Spiel hatte mir damals vom Prinzip her ganz gut gefallen. Aber nach hinten hin wurde das dann doch ein bisschen repetitiv. Das müssen wir mal schauen, wie das hier aussieht bei Sons of Valhalla. Ich vermute auch eher, dass es ein etwas kürzeres Spiel sein wird, aber das werden wir dann sehen. Erschienen ist das jetzt am 5. April 2024 vom Entwickler Pixel Chest, vom Publisher Hooded Horse. Ist auf Steam für 20 Euro zu bekommen und ja, bis zum 19. April, also 2 Wochen lang, um 10% reduziert. Und damit würde ich auch sagen, legen wir gleich los mit Sons of Valhalla. Auf geht's! Und damit sind wir hier im Hauptmenü und bevor wir hier ein neues Spiel starten, ich hatte hier schon zweimal reingeguckt und die ersten 30 Minuten mir angesehen, um zumindest ein bisschen was gesehen zu haben. Naja, gespielte Zeit 10 Minuten, das meiste war halt Tutorial-Gedöns und so weiter. Aber auch interessant, dass sie das hier teilen. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns erst nochmal die Optionen hier an. Steuerung, Tastatur, also wir haben Controller theoretisch, aber hab nie einen Controller für einen PC besessen. Und Tastatur, Maus, da haben wir, können wir alles selbst definieren. Das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, dass ich hier F7 und F8 eingestellt habe für Met benutzen und Fleisch benutzen. Aber das ist halt bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich euch das so zeigen kann. Hier, ich habe halt die Maus und da habe ich so Daumentasten drauf. Und die habe ich halt im Treiber entsprechend auf F7 und F8 gesetzt. Und die kann ich dann im Spiel einfach mit F7 und F8 besetzen. Und jetzt kann ich halt mit der Daumentaste da entsprechend essen. So, Audio. Finde ich hier ganz angenehm. Standmäßig alles auf 5 gestellt. Das heißt, man kann den Ton auch lauter machen, wenn man noch will. Einige Spieler haben ja direkt immer alles von Anfang an auf 10 gesetzt, was ich immer blöd finde. Aber ja, Dialoglautstärke war auch schon auf höher gesetzt, glaube ich. Musik habe ich jetzt selber noch runtergesetzt, weil es halt fürs Let's Play, da muss man halt nicht so schreien, um da gegen die Musik noch anzukommen. Video habe ich noch V-Sync angemacht, das war standardmäßig aus, einfach damit das Bild schöner aussieht. Gerade wenn ich das sowieso hier für YouTube aufnehme, macht das Sinn. Und für den Schwierigkeitsgrad spiele ich natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und das ist schon sehr tödlich. Da muss ich mal gucken, wie man da jetzt am besten vorgeht. Es ist halt eine Art von Roguelite, aber das System erkläre ich euch gleich noch. Jedenfalls sollte man möglichst nicht sterben. Sprache Deutsch, ja, es wird halt auch immer schwieriger. Situation ist nicht so unglaublich super, sage ich mal, was deutschsprachige Indie-Spiele betrifft, weil normalerweise die ja natürlich immer zuerst auf Englisch rauskommen. Und bei dem Spiel gibt es zumindest deutsche Texte, aber die Vertonung bleibt weiterhin auf Englisch. Ihr habt vielleicht auch gesehen, dass Skald für den 30. Mai noch angekündigt wurde. Da bin ich auch noch überlegen, soll ich da überhaupt ein Let's Play machen, weil das wird zu Release eben nur auf Englisch sein. Ich hatte ja schon ein Angespielt gemacht und da war es schon ein bisschen problematisch. Sehr viele englische Texte, ist wahrscheinlich dann eben etwas ungünstig. Ja, etwas schade, aber ja. Also in dem Spiel hier hat man auf jeden Fall deutsche Texte, also alles gut. Dann haben wir, das ist auf jeden Fall ein Indikator, ne? Also dass man Schaden bekommen hat, sehr hilfreich. Dann haben wir die Tipps von unserem Begleiter, sage ich mal. Wir haben Minimap, das ist unten so eine Anzeige, wie die Karte aufgebaut ist. Und wir haben Dialoggeschwindigkeit, die muss man aber sowieso selber wegklicken. Also ob man das jetzt auf langsam oder schnell macht, ist eigentlich auch egal. Und das war's dann auch schon. Und damit starten wir jetzt erstmal ein Spiel und gehen in das Intro. Beziehungsweise wir müssen jetzt, ich kann jetzt hier auch löschen. So, und kann jetzt hier ein neues Spiel starten und da Kampagne oder Horde, aber wir machen eben jetzt hier die Kampagne, das ist eh noch blockiert, Kampagne spielen und ja,
und muss jetzt hier noch den Schwierigkeitsgrad, den machen wir eben auf dem höchsten. Du bist ein sehr erfahrener Krieger und Baumeister. Du hast schon zahlreiche Raubzüge miterlebt und etliche Städte erbaut. Es gibt keine Herausforderungen mehr für dich. Ja, natürlich. Die Suche nach Anerkennung der Götter hat dich wahnsinnig gemacht und so nimmst du auf deiner Reise immer größere Gefahren auf dich. Sei vorsichtig, dass dein Übermut dich nicht in Schwierigkeiten bringt. Ah, Quatsch. Ich doch nicht. Nee, also wir werden mit Sicherheit auch in dieser Folge schon fleißig sterben, aber mal gucken. 100% mehr Feindschaden, 100% mehr Lebenspunkte für Feinde. Ja, Spiel starten. It's been a long time since we last saw each other. I hear you doing well in Father's footsteps. I'm sorry I left in such a hurry after Father's burial. But I had to look for her. I had to save her, because it is my fault. I wasn't there, and I couldn't protect her. Dream of her often. Bad dreams. See her before me. See our village in flames and Valgar taking her away. Fishermen told me he left for England and that he took many slaves with him. She must be among them. I just feel that she is still alive. Brother, we leave today. You won't hear from me for a while. I will find Valgar. He will pay for what he did to Father and the people of our village. He will pay for every life he took, with pain and suffering. I promise you. Ja, und ich hatte Skald ja schon erwähnt, das wird schon ein bisschen ähnlich. Auch abgesoffen. Thorold. Thorold, wake up. Da könnten wir jetzt theoretisch das Tutorial überspringen, aber das zeige ich euch auch noch. Das sind aber auch nur 5 Minuten oder so. Where am I? Okay. You are in Asgard, Thorold Olafsson, the realm of the Æsir. My name is Odin, Allfather and ruler of Asgard. Perhaps you have heard of me. Ah, Odin, haben wir schon mal von gehört, ne? Okay. That, yes, I have, Allfather. But how did I get here? Does this mean that death has come to me? Indeed. However, your time has not yet come. You have one more task to complete. Rhea! I have to go to her. She needs my help. It is your destiny to save her. I will support you in this. You will find runes on your journey. Long forgotten relics of the past. Many of these runes will improve your skills and those of your fellow combatants. I will give you the ability to detect these runes. You should also look out for altars and break their seals to release the runes of the gods. If you will allow me to ask a question, why are you helping me? Well, some gods think mortals are of no use or value, and that to help would be a waste of time. But I believe you can achieve great things, and possibly even save worlds, those of men, and those of the gods. If you fall in battle, I will give you another chance. Valhalla will remain denied to you until you have fulfilled your destiny. But every death requires a sacrifice. So for each new chance, you must give up a rune you've collected. So everything stays balanced. However, I cannot take away divine runes and the skills they gave you. Ich weiß allerdings nicht, was passiert, wenn man stirbt und keine Rune mehr hat. Aber das ist prinzipiell hier das, das System, dass wir... Ich glaube, das Spiel ist in Level aufgebaut. Und wir müssen... Also wir töten Gegner, sammeln Runen und die Runen sind sozusagen unsere, ja, ich sag mal Leben wie bei Super Mario oder so, ja. Also wenn wir jetzt sterben, dann müssen wir halt eine Rune abgeben und dann können wir wieder weitermachen. Und damit werden wir natürlich dann auch jedes Mal schwächer, wenn wir das machen. Allerdings bleiben wir in dem Level drin mit dem Fortschritt, der da drin ist. Oder auch mit dem Rückschritt, der da drin ist. Also sagen wir mal, wir fangen jetzt am Anfang an mit unserem kleinen Dorf oder so. Und wenn die Gegner das schon halb kaputt haben und wir komplett am Ende sind und dann sterben und wiederkommen, dann ist halt immer noch alles im Eimer. Also ist halt nicht das Allheilmittel. Here, this is one of the runes. Take it. And attach it to your belt. Ja, und die sind zufallsabhängig.
Also wir haben jetzt hier zusätzliche Pfeile. Okay, hinzufügen. Good. You will find many runes on your journey. Unfortunately, you can only wear as many runes as will fit on the belt. Therefore, keep only the best ones. To be able to wear more runes, you can add more sockets to your belt. You will also find these sockets on your journey. Here, I'll give you one. Take it and take a look at your belt. Then, use it to make a socket available. Ja, also wir haben eben Runenübersicht wieder. Wir haben hier unterschiedliche Kategorien. Und da können wir eben jetzt auch ausbauen, also dass wir beispielsweise eben für den Bogen nochmal eine zusätzliche, ja, einen zusätzlichen Runenplatz bekommen. Das machen wir jetzt hier auch mal. Very good. Now you are ready. The Bifrost on your left will bring you back. Good luck. Ja, gleich. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen umsehen. Und das Hundi streicheln. Hey, Doggy. Okay. Ein paar Bücher. Ja, erkunden wir mal sein Wohnzimmer. Das ist auch sehr schön gemacht mit den kleinen Hundebilder hier. Ja, und da können wir nicht weiter. Man kann eben hiermit schneller laufen als mit normalen Laufen. Aber ich glaube, das verbraucht Ausdauer. Das sollte man sich so also nicht bewegen. Und damit stürzen wir zurück auf die Erde. By the gods, my eyes must be playing tricks on me. Thorald, did you fall from the sky? What? What happened? Where is the... Can't you remember? Our ship of Sangar men, they're all dead. So it was just the two of us who survived? Regrettably. I have already sent a message to Lundabrek to send us more men and new supplies as soon as possible. Ja, was auch immer der da geschickt haben will, wenn ihr alle verendet sind. Vielleicht eine Brieftaube, die nicht abgesoffen ist. You still look a little weakened. Here, some meat. This'll get you back on your feet. Mhm. The meat is in your backpack. Genau, und jetzt haben wir... Eat it to restore your health. Jetzt haben wir hier oben die Lebenspunkte, 1 von 30, die Ausdauer, 30. Und hier haben links unten unser Inventar. Und hier können wir eben dann auch sehen, ne, wir haben ein Fleisch, das können wir jetzt essen. You already look better. Now, show me if you can fight again. Go ahead and attack me with a light punch. Ja, linke Maustaste, schlagen. Wupp. Not bad. Now with full force. Hit me with a double attack. Ja, und das ist Doppelattacke halten, bis das aufgeladen ist. Und dann. You got me good. But a double attack will do even more harm to the enemy. Try it again. Mhm. Kann man aber nicht ewig halten. I think I heard my bones cracking. Even though a double attack creates more damage, it also lowers your stamina real quick. Keep that in mind. Ja, wir können halt try one last time. Drei oder so von diesen Angriffen machen und dann ist die Stamina leer. Very good. Take your bow and shoot me. Also hat das jetzt nur drei abgezogen, aber ich glaube, das ist insgesamt dann in echt mehr. Okay, wir sollen jetzt F und damit können wir dann... Exactly the same. And now, try to withstand my attack. Da klebt das Blut dran. Jawohl. Blocken. Good. In order to block arrows from above... You can move your shield above your head. Try it. Move your shield above your head. So. Very good. And what about your agility? Try to dodge me. Oop. Now you're pretty out of breath, aren't you? Your stamina will return with time, but I've just the thing for you to speed up your recovery. Mead, the potion of the gods. Some warriors believe that you can't fight with mead in your blood. What a foolish delusion. The mead is in your backpack. Drink. It will help you catch your breath right away. Naja, also hier unten könnt ihr jetzt auch sehen, ne? Haben wir jetzt eins, das trinken wir. Und dann haben wir 10 dazu bekommen. I taught you. Thank you, old friend. Follow me. I found a place to camp nearby. Mhm. No.
Da ist unser abgesoffenes Schiff. Wir können hier unten auch sehen, dass wir eben diese Minimap haben. Da ist eine Kiste. Öffnen. Und, oh. Dein leichter Angriff verursacht mehr Schaden. Plus 80%. Also ich glaube, dass das für den Anfang schon ziemlich ordentlich ist. Also das ist auch zufallsabhängig. Ich hatte hier eben schon mal... Das hier hat, glaube ich, eine Verzögerung. Das ist... ich hatte eben hier auch schon mal gestartet und Quick, eben nicht so was Tolles gefunden. Mhm. Streicheln. Der triggert hier Quick, irgendwie nicht so stand wirklich. Stand next to the campfire to conquer our... The building behind me is the Mead Hall, the center of your city. Here you can upgrade your fighting abilities and some of your equipment for hacked silver and gold coins. You can also upgrade the Mead Hall to expand your city and get more building sites. Mm. To the right of the Mead Hall is the supply warehouse. Here you can restock your equipment. Try it out. Na, also hier haben wir ja unsere Pfeile und so weiter und wir können hier hin, um das wieder alles aufzuladen. Good work. Now we need some food for our warriors. Make yourself useful and build a fishing hut at one of the material piles. I'll take care of the mooring. The men who will be arriving soon will appreciate your work. Hm. Bin mir gerade nicht sicher, was das mit dem X auf sich hat. Moment, können wir nochmal gerade in die Steuerung gucken. X ist Projektil auswählen, halten, okay. Ah, okay, wir haben aber nur Pfeile. Interessant, okay. Dann haben wir hier, sollen wir jetzt eine Fischerhütte bauen? Was anderes können wir jetzt auch noch nicht machen. Also Bogenschießstand können wir eben nicht bauen. Und das limitiert uns jetzt sowieso erstmal darin, dass wir eben well nur... Done. Now we need barracks, where we can recruit our warriors in the future. Build the barracks on the other pile of materials. Ihr habt jetzt vielleicht gesehen schon, dass da Fische drüber aufgetaucht sind. Damit kriegen wir jetzt also immer Ticks von Fischen, also neue Nahrung, die wir dann eben nutzen müssen, um andere Sachen zu kaufen. Also wir können jetzt hier auch... Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Well done. Now we need barracks, where we can recruit our warriors in the future. Ja, wissen wir. Okay, da kann ich jetzt nicht mehr mit interagieren. Ich muss das hier machen. Okay, wir bauen hier eine Kaserne. Ja. Erledigt. Very good. The men should be arriving soon as well. Mhm. Wir können jetzt hier sehen, wir haben 0 von 10 da oben. Und jetzt kommen halt unsere Leute hier an. Die bringen uns zusätzliche Ressourcen immer mal wieder vorbei. Wahrscheinlich so als Nothilfe. Ah, men, there you are. Thorold, these warriors from home will have to do for now. We will have to train additional warriors in the barracks in the future. Warriors trained in your city automatically run to your last captured gate. Mm. Follow me to the city gate and I'll show you how to command your warriors. Jawohl. Also da sind jetzt Bogenschützen bei, die können wir aber am Anfang gar nicht ausbilden, weil wir gar keinen Bogenschützen-Dingslager haben. The men will defend the gate on their own. But if you want them to follow you, you have to give them commands. Jawohl. Command the men to follow you. Da können wir jetzt Shift drücken. Wir müssen aber dann auf denen stehen, um das machen zu können. Folgt mir. Now let's position the men. Our most feared formation is the shield wall. A shield wall can only be chosen if there is at least one shield bearer among the men. Jawohl. Go to the marked position and command the men to form a shield wall. Okay, also gehen wir jetzt hier hin und dann sagen wir Schildwall. Now let's see how the enemy despairs at the hardness of this wall. There, an enemy unit. Ja. Pfeile im Kopf, sieht auch sehr schön aus. You see, the shield wall is a powerful tool to stop the enemy. In order to attack the enemy positions, you must command your men to attack. You can send all men in range with one command.
but you can also command them in groups based on their arms. Command your swordsmen to attack. Naja, also wir können eben jetzt sagen, also, ne, wir haben hier das zwar jetzt alles ausgegraut, aber es wird dann später so funktionieren. Folgt mir, dann können wir sagen, nur die Söldner, Fernkämpfer, Nahkämpfer und so weiter. Also jetzt sagen wir den allen Nahkämpfern, dass sie vorlaufen sollen und die Bogenschützen bleiben eben hinten. If you give the command to attack, your men will run towards the enemy until they capture a new capture point or die. Here, I'll order your warriors back into formation for you. It's time to return to the city. Again, command the men to follow you. So, folgt mir. Now go to the marked position and command the men to hold this position. Your men will then defend the gate again. Ja, das hier ist jetzt ein Gate. Das sieht man zwar jetzt nicht, aber da ist eine Barrikade. Und jetzt sagen wir denen Position halten. Hold position. That's it. You are indeed a born leader. Ja. Wir haben das so schön gemacht. I will help you from time to time. Go now. Your men want to be led into battle. Ja, und das war dann auch die Einführung. Und jetzt könnten wir hier eben auch, wir müssen das hier als erstes quasi machen, dieses Gebäude upgraden. Dafür brauchen wir aber mehr Ressourcen. Und dafür könnten wir Gegner plätten. Für Geld können wir hier das ausbauen und wir sollten möglichst schnell unsere Gesundheit ausbauen. Und ja, wir müssten auch hier gucken, dass wir beispielsweise die Fischerhütte ausbauen. Aber dazu müssten wir die Methalle weiter erweitern. Also ja, da haben wir gut was zu tun. Die sollten wir also als erstes gucken, dass wir die verbessert bekommen. Und dafür brauchen wir mehr Ressourcen. Und ich glaube, die bringen jedes Mal... Genau. Die bringen jedes Mal Zeug an. Und da fehlt jetzt auch nicht viel, aber es fehlt eben was. Und hier werden früher oder später eben jetzt noch, ne, Gegner ankommen. Und da werden wir den, da kommen auch schon, ne? Also da ist eine gegnerfeindliche Position. Wir können eben jetzt hier halten. Aber wir müssen super vorsichtig sein, weil, aua. Schmerzen und so. So, und der bringt eben auch eben diese Quicksilver-Dingster-Ressource, aber... Die schicken aber eben auch Gruppen los, die uns dann immer wieder angreifen werden. Das war das eigentlich nicht, das war das. Naja, und das geht sehr schnell, dass man hier dann drauf geht. Und unsere Bogenschützen können wir eben nicht neu bauen. Deshalb, deshalb müssen wir hier aufpassen, dass wir die erstmal nicht verlieren. Weil ich glaube, die Bogenschützen sind wichtiger als die anderen. Haben wir jetzt genug, um... Naja, da fehlt noch eins. Gucken wir mal, ob wir den einen noch irgendwie erledigt bekommen. Aber wir können natürlich auch, aber so viel Schaden macht das Ding nicht. Der hat zwar da Holz hingeworfen, aber das können wir im Moment noch gar nicht aufnehmen, weil wir Holz voll haben. Wir müssen gucken, dass wir diese Halle jetzt aufbauen. This is possible once per city level. Mhm. Ausrüstung auffüllen. Damit sieht das Ganze schon ein bisschen hübscher aus. Und hier haben wir jetzt eben neue Baupositionen. Und hier müssten wir gucken, dass wir wahrscheinlich dann so einen Bogenschießstand als nächstes bauen, damit wir eben auch Bogenschützen uns holen können. Ach, die Bogenschützen haben ja einen richtigen Turm. Die sitzen jetzt da oben. Okay, sehr schön. Na. Na, wir müssen hier auf jeden Fall das Ganze langsam, vorsichtig angehen. Ja, super funktioniert mit dem Schild.
Aber 3 Lebenspunkte übrig. Dann essen wir hier mal wieder was. Drei kostet das doch nur. Und der Schlag. Der kostet auch. Okay, da habe ich mich da vertan. Kostet nicht so viel, aber ist man natürlich trotzdem irgendwann aus der Puste. Der hat einen Fischi verloren. Aber wir können da eben auch nicht vorbei. Das hier muss kaputtgeschlagen werden. Oh. Dann trinken wir jetzt mal was. Ausdauer wieder auffüllen. Aua. So schnell kann es gehen. So. Tudut. So, das war jetzt einfach ein Signal, wird angegriffen hier. Ich glaube, wir haben schon genug, um jetzt das Ding zu bauen, oder? Ne, haben wir nicht. 100 brauchen wir. Ne, 150 sogar. Okay. Wir könnten hier auch Leute ausbilden, aber auch dafür bräuchten wir mehr. Wir haben genug Fischis, aber wir haben nicht genug, ja. Kaputt. Da hinten kommt der nächste Angriff. Okay. Der ist im Eimer. Essen wir aber jetzt mal. Sonst sind wir auch sehr schnell im Eimer. Hup, hopp, weg. Und jetzt muss das hier weg. Da ist es ein bisschen gefährlich, weil wenn das Ding zerstört wird, dann kommen die Leute davon raus. Hier hilft uns jetzt natürlich schon unsere Rune ordentlich, weil der Schaden dadurch ordentlich erhöht wird. Weg. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Wir könnten die Leute eben zu uns holen. Aber mit jeder Einheit, die wir verlieren, verlieren wir schlussendlich natürlich auch Ressourcen. Essen wir mal wieder. Ne, können wir nicht. Haben wir nichts mehr. Das könnten wir reparieren. Einheiten erhöhen. Einheiten verringern. Ne, ich will eigentlich nur... Kann ich das nicht? Geöffnet. Reparieren, das kostet zu viel. Okay, das ist gemein. So, da müssen wir aber jetzt gucken, dass wir die Gegner wegbekommen. Weg. Dann trinken wir mal was. Und Fischi fallen lassen. Oh, wir sind aber schon fast wieder tot. Nom 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 nom. Ja, also wir müssten dringend die Lebenspunkte erhöhen. Auffüllen.
So, okay, 150. Dann gucken wir jetzt, dass wir den Bogenschießstand bauen. Also so weit habe ich jetzt noch vorher gar nicht gespielt. ich bin da, hatte mich schon direkt verzettelt. Ah, okay. Da hinten ist auch noch einer. Und da Leute trainiert, Nahkämpfer, und von denen hat man nicht so wirklich wahnsinnig viel. Die laufen jetzt hier wieder zurück, okay. Nein! Aua, aua, aua. Und ihr seht halt, wie schnell man wirklich im Eimer ist. Also da hilft das schon ordentlich, dass wir hier Bogenschützen haben. Wenn die einmal tot sind, dann ja, einen Bogenschützen ausbilden. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das hier, dass wir eine solide Verteidigung von Bogenschützen hinbekommen irgendwie. Ausrüstung auffüllen. Ich habe rechts unten das Symbol, bedeutet halt immer gespeichert, wenn wir das Spiel jetzt verlassen würden. Da haben wir eine Vogelscheuche. Da ist ein Typ auf Stelzen. Oh. Die sind aus vom Turm runtergefallen. Okay. Weg. Kiste öffnen. Aha. Ordentlich. Feuer. Ja. Und da kommt irgendwie so ein Sturmtrupp angelaufen. Schnipp, schnapp. Und weg. Puh, ja, okay. Dann laden wir erstmal wieder auf. Und dann gucken wir mal. Bogenschießstand. Können wir wieder einbauen. Uns fehlt aktuell das Holz. Wir können aber ja auch noch die Gebäude upgraden. Was konnten wir... Achso, nee, den... Eine Holzfällerhütte haben wir noch gar nicht. Die sollten wir vielleicht dann als nächstes bauen. Da haben wir auch Holz bekommen. Mhm. Eine Holzfällerhütte produziert Holz. Fischerhütte. Und hier können wir jetzt auch unsere Gesundheit verbessern für 40. Und das ist auch wirklich nötig. Bogenschießstand, ein Bogenschütze für das Holz. Ja, unsere Leute sind schon ziemlich verendet. Wir haben nur noch 6. So, das Ding ist kaputt. Und wir müssten aber essen, trinken. Und da sind wir so ziemlich im Eimer und wieder zurück. Und damit ist das ausgebaut und jetzt haben wir ein bisschen mehr. Okay. Happer, happer. Und wir können hier wieder einen neuen Bogenschützen bauen. Dann gucken wir mal, dass wir das erste Ding hier so noch eingenommen bekommen. Truhe öffnen.
Aua, aua, aua. Nein! Und damit ist auch das alle. Okay, zurück. Einmal essen. Weg. Naja, das Essen geht halt immer schneller als, also hier das Aufladen, als es anders zu machen. So, Bogenschütze, 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 Bogenschütze. So. Da kommt der Sensemann. Der haut wieder ab. Okay. Okay, neuer Angriffstrupp. Kaputt, okay. Den werden wir jetzt zerbröseln. Ja, Pfeilregen. Können allerdings auch nur 5 Leute in den Turm rein. Okay, aber das hat funktioniert. Jetzt können wir das Ding Einheiten erhöhen, die maximale Anzahl. Ja. Achso, ja, okay, das geht nicht weiter. Machen wir erstmal das Tor wieder ganz. Nicht, dass wir das irgendwann verlieren. Weiter Bogenschützen ausbauen, mehr geht da nicht. Ausrüstung auffüllen. Und wir können, glaube ich, hier auch noch nichts zu reparieren. Kaserne, die Trefferpunkte erhöhen. Erweitertes Training. Okay. Fischerhütte. Die könnten wir auch verbessern, aber dafür bräuchten wir auch mehr Ressourcen. Und das hier... Ja, da bräuchten wir auch. Ja. Wir haben jetzt zumindest hier eine schöne Gruppe an Bogenschützen. So. Trinken. Kaputt. Oh. Okay, volle Taschen, ungewöhnlich. Kein Platz mehr für Proviant. Zusätzliche Tasche, um mehr Proviant mitzunehmen. Mhm, okay. Das ist ja schon ordentlich. Damit können wir... Okay, laden wir mal auf. 5 von 5. Also beides mehr. Tudu. Was? Moment. Okay. Mhm. Aufladen. Erstaunlich ist, dass hier die Performance auch teilweise runtergeht. Oder es liegt tatsächlich am V-Sync. Vielleicht sollte ich das doch mal ausstellen. V-Sync machen wir mal aus. Weil andere Optionen hat man jetzt hier nicht. Das zuckelt schon ein bisschen. Ich mache aber V-Sync hier jetzt mal aus. Es scheint echt ein bisschen die Performance zu... Also merklich zu reduzieren.
einen Runensockel bekommen. Okay. Aua. Okay, ich gehe. So. Erstmal wieder. Da hat er getroffen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Trinken wir einmal. Falsch. Noch einmal, aber das war das Problem mit dem Aufpassen. Na komm. Okay, kaputt. Deine Einheiten verursachen mehr Schaden. Okay, Nahkampfschaden, Fernkampfschaden hinzufügen. Okay. Da hat eben einer ein Schild. Okay, weg. Und jetzt müssten wir unsere Leute hier rüberholen, dass die das Ding einnehmen. Okay. Aber vielleicht, wir könnten auch nochmal mit den Ressourcen irgendwas kaufen, denke ich. So, Bogen machen wir erstmal hier. Metalle. Ausdauer können wir erhöhen. Füll 10 Ausdauerpunkte auf. Beschleunig deine Regeneration. Okay. Mit. Wir machen mal die Ausdauer höher. Für das Geld oder Gold. Fischerhütte. Damit würden wir mehr Fische bekommen. Davon haben wir aber sowieso genug. Holzfällerhütte ist auch quasi sowieso im Moment schon voll. Kaserne betreten. Erhöht Produktionszeit, das brauchen wir eigentlich nicht. Trefferpunkte. Ich weiß nicht, ob das nur für die Kaserne ist. Erweitertes Training. Angriffsgeschwindigkeit wird erhöht. Ja, machen wir auch. Mhm. Können wir hier noch was machen? Produktionszeit reduziert. Trefferpunkte. Das hier wäre noch gut. Dafür bräuchten wir wieder mehr Fischis. Und für mehr Fischis. Fischerhütte. Dann erhöhen wir das. So. Jetzt kriegen wir... Ah, da kommt gerade wieder eine Truppe angelaufen. Mhm. So. Upgrade. Produktions... Gebäude reparieren. Also wenn, dann müssten wir das für die Fischis machen. Ausbau der Metalle. Holzfäller. Produktionsmenge erhöhen. Ja, die brauchen wir eigentlich im Moment noch nicht. Nehmen wir das hier mal. Und dann müssen wir unsere Leute jetzt mal mitnehmen. Angriff. Oder wir machen einfach erstmal nur folgt mir. Ich weiß nicht, ob die jetzt automatisch da auch angreifen. Nein, die stehen bloß blöd rum. Okay. Jetzt sagen wir aber... Angriff. Attack.
Okay. Und jetzt müssten wir eigentlich das Ding in... Ah ja, genau. Jetzt kriegen wir die... Wird die Flagge da eingenommen. Da ist natürlich jetzt eine vollständige Bogentruppe vielleicht nicht ganz optimal, aber... Well done. Ja. You've taken our first outpost. Outposts offer useful functions such as fast travel, trading resources or buying mercenaries. Stand by the flag to enter the outpost. If you want to rebuild destroyed towers or gates, simply walk to the position of the destroyed building. Okay. Mercenaries are powerful units with special abilities. They're not cheap, but they're worth it. For every captured outpost, you can hire a mercenary. Ah ja. Aber das sind jetzt noch... Ah nee, okay, das ist... Das sind jetzt auch meine. Okay, die hätte ich gar nicht verprügeln müssen. Okay. Don't forget to use your ranged weapons. Inflicting damage to the opponent from a distance is very effective. Naja, es ist nicht so effektiv wie die Nahkampfangriffe. Farm betreten. Okay. Wir haben einen Nahrungshandel. Handel 50 Nahrung mit diesem Ort. Mhm. Schalte die Fähigkeit frei, ein Nachschublager an diesem Außenposten zu verwenden. Der Jäger ist ein erfahrener... Okay. Ein Pyromane richtig groß. Das ist so ein Söldner. Okay. Also wir könnten... da Nahrung verkaufen. Und kriegen... Nee, wir kaufen Nahrung. Okay, das ist ein bisschen unsinnig. Ich weiß nicht, was das hier bringt. Nachschublager an diesem Außenposten zu verwenden. Machen wir einfach mal. So. Da ist jetzt das Tor. Gebäude reparieren. Okay. Da läuft ein Hasi rum. Noch eine Rune. Dein leichter Angriff kann kritischen Schaden verursachen. Okay. Aua! Pfeil im Kopf! Und wir haben hier einen Altar. Aha. Halte die rechte Maustaste gefolgt von der linken Maustaste gedrückt, um eine Schildkuppel zu formen. Lasse dann eine der beiden Tasten los, um eine kraftvolle Schildwelle... Was? Das ist mir zu kompliziert. Du kannst Feinde mit geringer Gesundheit auf dem Boden liegen mit einem Schlag eliminieren. Das klingt super. Gib dir die Fähigkeit, einen mächtigen Standardpfeil abzuschießen. Halte die F-Taste gedrückt, bis sich die Kraft vollständig aufgebaut hat. Das klingt für den Schwierigkeitsgrad gut. Das nehmen wir mit. Falls ich mich da überhaupt jetzt für eins entscheiden musste. Kraftschuss. Okay. Und zurück. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Die anderen sind jetzt verbrutzelt. Machen wir die gerade noch auf. Okay. Jeder Doppelangriff kann die Ausdauer des Gegners verringern. Naja, okay. Zufügen. Und dann sollten wir aber auch... Jetzt haben wir hier aber keine... Ah, da ist die Ausrüstung. Auffüllen ist jetzt auch hier. Okay. Oh, da wurden wir von einem Katapultdingen getroffen und wurden damit dann auch sofort direkt versenkt. Einmal so ein Stein an die Rübe und dann ist vorbei. Ah, so we meet again, Thorold Olafsson. I'll give you one more chance, but you'll have to sacrifice one of your runes for it. Choose wisely. Okay. Also, eine Rune wird geopfert. Kann kritischen Schaden verursachen. Naja, dann opfern wir das hier. Ja, hast du eine Rune. Take care of yourself, Thorold Olafsson. The Bifrost will bring you back. Okay.
Hui. Thorald, your fighters seem to be too weak. They need to be trained. Go and upgrade your fighters in the barracks. Naja, haben mich aber, glaube ich, sogar schon gemacht. Okay. Und kaputt. Weg. So. Wir haben aber auch nur noch 5 Leute hier. Da müssen wir mal ein paar neue holen. So. Ich müsste ja jetzt hier irgendwie auffüllen. Schnellreisen können. Gucken wir mal. Schnellreise öffnen. Flupp. Okay. Und jetzt müssen wir hier... das ist die Kaserne. Und da holen wir uns jetzt... Nee, gar nicht wahr. Wir holen uns hier Bogenschützen. So viel wie geht. Jawohl. Und dann können wir hier auch noch... Achso, die Angriffsgeschwindigkeit können wir verbessern. Mhm. Kaserne betreten. Da machen wir jetzt erstmal nichts. Metalle. Ausdauerpunkte auf und beschleunigt deine Regeneration. Ich weiß nicht, was das mit den Ausdauerpunkten bedeuten soll. Ob wir da mehr bekommen. Ich werde da... Ich meine, ich kann es einfach mal machen. Also Ausdauer habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr. Komm. Ja, das wird da angegriffen. Wie können wir denn jetzt zurück... Ne, ich kann... Doch, da kann man auch zurück schnell reisen. Mal einsammeln. Ja, das sieht schon ein bisschen gefährlicher aus da. Tor betreten, Gebäude reparieren, machen wir. Wachturm. Mhm. Auch reparieren. Okay, aber die sind ja im Eimer. Ausrüstung auffüllen, da hatten wir aber eigentlich schon. Okay. Farm betreten. Nahrung handeln. Nachschublager. Das haben wir aber, ja. Da ist auch noch ein Wachturm. Tor. Okay. Hier konnten wir aber nichts erweitern. Die gehören zu dem anderen Kram dazu. Kann man reparieren, aber... Okay, dann schnell reisen wir nochmal zurück. Und dann gucken wir mal. Holzfüllerhütte. Kriegen wir mehr Holz. Jawohl, machen wir. Fischerhütte. Da müssten wir die Halle erstmal wieder ausbauen. Da fehlt uns aber jetzt das Holz für. Kaserne. Produktionszeit. Da baue ich aber sowieso nie was. Da können wir die Produktionsgeschwindigkeit noch erhöhen. Trefferpunkte von den Bogenschützen. Jawohl. Woran mangelt es uns jetzt nicht? Noch. Da ist die Metalle jetzt nötig. Da auch. Dafür brauchen wir natürlich deutlich mehr. Kaserne. Schaltet Schilde für eure Schwertkämpfer frei. Ja, okay. Feuerpfeile machen wir.
Und das hier wäre die Angriffsgeschwindigkeit auf 130 erhöhen. Okay. Da kriegen wir jetzt auch nochmal Ressourcen. Aber 250, das ist noch zu viel. Okay, dann gucken wir mal. Schnellreise. Flupp. Was war der Anker überhaupt? Aktueller Standort. Na, okay, das... Ja. Naja, okay, da bräuchten wir wahrscheinlich auch ein bisschen was Größeres. Ich meine, ich kann ein paar rausholen. Aber Lebenspunkte sind halt sehr begrenzt. Erledigt sie! Tut ihnen weh! Aua! Okay. Aua. Ah, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Einmal aufladen. Aber ich glaube, damit ist schon hinten ordentlich was erledigt. Nein, halt nicht. So. Es regnet. Aua, aua, aua. Schnell essen. Trinken. Der macht man die Stadt kaputt. Kann ich hier essen? Ja. Stirb! Aua. Okay, vernichtet. Aber jetzt müssen wir da hinten den Kram auch wieder reparieren. Wachturm. Reparieren. Und das Tor muss auch repariert werden. Okay, also da bräuchten wir... Wir haben zumindest jemanden verloren. Naja, okay. Dann würde ich auch sagen, ist es hier erstmal Zeit, einen Schnitt zu machen. Und wir werden beim nächsten Mal versuchen, dann den Nachbarort platt zu machen. Dazu werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, ja, vielleicht ein gemischteres Team benötigen. Wir werden unsere Metalle ausbauen. Vielleicht holen wir uns Belagerungswaffen dazu oder ein paar Leute als Schildträger, damit wir die Bogenschützen vorziehen können. Müssen wir mal schauen. Wenn ihr hier weiter die Serie verfolgen wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr natürlich den Kanal abonniert, um keine neuen Folgen zu verpassen. Ansonsten findet ihr aber auch unten in der Videobeschreibung eine Playlist. Und gerade wenn ihr das nachträglich schauen solltet, ist das wahrscheinlich der angenehmste Weg, da ein Video nach dem anderen zu gucken, ohne die jeweils einzeln raussuchen zu müssen. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen und damit sage ich auch erstmal ciao und dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bye, bye.